Liebe Freunde, morgen lesen wir die Parshaki Tetzeh. Krieg und Frieden stehen diese Woche im Mittelpunkt. In der israelischen Politik steht die gemeinschaftliche Dienstpflicht nun im Brennpunkt des Interesses. Die Torah bevorzugt lieber eine kleine, ausgewählte Armee, bestehend aus Gottes achtsamen Militärs. Im Buch Die Richter finden wir hierfür ein zutreffendes Beispiel. Nachdem Gott den Auftrag an Gideon erteilt hatte, mit den midianitischen Unterdrückern einen Streit anzuzetteln, sagte er zu ihm: Deine Armee ist mir zu groß, um Midian in ihre Hände auszuliefern. Damit die Juden nicht stolz meinen sollten, dass sie durch ihre eigene Kraft gesiegt hätten. Sage deshalb zu deinen Männern: Der, der ängstlich ist und sich fürchtet, soll zurückgehen. Nach dieser Ankündigung verschwanden 22.000 Männer. Es verblieben 10.000 Soldaten. Daraufhin sprach Gott zu Gideon: Es sind mir noch zu viele Soldaten. Bringe sie zum Wasser, und dort werde ich sie für dich markieren. Und Gideon führte das Volk zum Wasser, und Gott gab Gideon die folgende Anweisung: Versammle alle Menschen, die, wenn sie Wasser trinken, flach auf dem Boden liegen, und schicke die Menschen, die beim Trinken knien, weg. Lediglich 300 Männer hatten Wasser getrunken, ohne zu knien. Alle anderen hatten ihre Knie durchgedrückt. Da sprach Gott: Ich werde den Sieg durch diese 300 Männer bringen, da sie auf rechte, fromme Soldaten sind. Diejenigen, die beim Trinken gekniet haben, waren daran gewöhnt, vor Götzen zu knien. Die Politik der Torah ist anders als die Überlegung der meisten Generäle. Dienstverweigerer werden meistens bestraft. Die Torah kündigt an, dass alle unmotivierten Soldaten die Angriffstruppen zu verlassen haben. Wenn die zivile Kleidung gegen die Anonymität einer Militäruniform ausgetauscht wird, besteht bei manchen die Neigung, um sich auf ein anderes Normen- und Wertmuster umzuschalten. Die üblichen sozialen Einschränkungen entfallen bei einem Kriegszustand. Die Schaubühne des Kriegs führt manchmal zu einem geschwächten moralischen Verständnis. Krieg ist nur einmal kein normaler Zustand, bei dem andere Umgangsformen gelten. Der Gegner ist im Prinzip vogelfrei. Auf der Grenze des Landes Israel widmet die Torah der moralischen Ebene des jüdischen Soldaten in seiner besonderen Situation ihr Augenmerk. Liebe Freunde, Shabbat Shalom und bleiben Sie gesund.